في الملايين من الصحراء إلى الصحراء. سنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والرجال. ننظم Ja, hallo und herzlich willkommen. Die neue Sau im Dorf heißt Kony. Kony 2012 ist die neue Aktion der humanitären Kriegspropaganda, um amerikanische und andere westliche Einsätze in Afrika zu legitimieren. Ganz vorne mit dabei die Imperiumshure Angelina Jolie. Sie rührt ganz groß die Werbetrommel für humanitären Krieg in Afrika, um ein paar Ölfelder unter Kontrolle zu kriegen, die es die 30.000 Kämpfer von Kony gewagt haben, in Besitz zu nehmen. Anscheinend scheint die amerikanische Operation in Afrika wenig erfolgreich zu sein. Obama hatte schon 12.000 Truppen geschickt nach Zentralafrika, nach Uganda, und um dortige verlorene Gebiete zu erobern oder neue Claims abzustecken. Was die Afrikaner wollen, interessiert sie einen Scheißdreck, und afrikanische Leben haben den Imperialismus seit 500 Jahren nicht interessiert. Wir erleben hier also wieder eine humanitäre Kriegspropaganda, um einen zweitklassigen Warlord zu beseitigen, der auch noch sich erdreistet hat, unabhängig, also für afrikanische Unabhängigkeit zu kämpfen und nicht etwa eine der üblichen sonstigen Warlords, die ganz brav mit Kindersoldaten, Massenvergewaltigungen, allem was dazu gehört, westliche Einrichtungen zu schützen, also westliche Minen, Ölfelder und so weiter und so fort. In Afrika kämpft man, ist der rohstoffreichste Kontinent. Was es da alles gibt, Coltan zum Beispiel. Coltan ist in jedem Handy, in jedem Laptop, in überall drin. Es gibt nichts ohne Coltan. Keine moderne Telekommunikation ohne Coltan. Keine Rechner ohne Coltan. Was die Afrikaner davon haben, sehen wir ja. Das ist eines der Gebiete mit den geringsten Verbreitungen des Internets und der geringsten Computerverbreitung überhaupt. Und jetzt wagt es ein afrikanischer Warlord, Ölfelder in Besitz zu nehmen. Und wie wir alle wissen, gehört Öl von Natur aus schon in den USA. In Afrika gibt es jede Menge Rohstoff, man will es nicht glauben, die größten Süßwasserreserven der Welt sind in Afrika. Auch in Russland sind große Süßwasserreserven. Okay, ihr habt das Spiel verstanden, oder? Okay. Also, das Problem von Afrika ist, dass es eben nicht vereinigt ist, dass es eben nicht eine zusammenhängende Einheit ist, wie die Russische Föderation, sondern dass es viele korrupte kleine Staaten zerrissen ist. Staaten, die künstlich an künstlichen Grenzen sich herausgebildet haben, gegen den Willen der Bevölkerungen wurden verschiedene Völker geteilt von den Kolonialisten, und andere wurden, die sich nicht verstanden haben, wurden zusammengeworfen in einen Staat und so weiter. Ein ewiger Herd für Unruhe, ein ewiger Herd, um als helfende
humanitäre Rettungskraft da zu intervenieren. Und das Ganze ist ihnen nicht eingefallen, als etwa bei diesen ganzen Bürgerkriegen in Kongo, wo direkt im Auftrag westlicher Konzerne Milizen und private Söldnerarmeen gewütet haben. Das ist ihnen nicht eingefallen in den Koltan-Kriegen. Aber jetzt ist dieser Kony auf einmal ein neuer Hitler, ein neuer Osama Bin Laden, der neue Boogeyman, die neue Sau, die Medien durchs Dorf treiben. Leute, widersetzt euch dieser Propaganda, steht auf und sagt ihr, lasst euch nicht mehr verarschen. Steht auf und sagt, wir wollen eure humanitären Kriege nicht, ihr könnt uns erzählen, was ihr wollt. Steht auf und widersetzt euch gegen die Manipulation, gegen die Hetze, gegen die Kriegstreiberei, die jetzt schon wieder im vollen Gange ist. Helft mit, Afrikas Unabhängigkeit zu verteidigen. In diesem Sinne, lang lebe die libysche Jamahiriya, alle Macht dem Volke.